Willkommen zurück bei Reif ist live mit einem ganz besonderen Gast, den ich jetzt zugeschaltet begrüße. Da ist Stefan Kunz, der neue Trainer der türkischen Nationalelf. Guten Morgen, Stefan. Guten Morgen, Matthias. Wir bleiben beim Du, wir kennen uns schon lange, das kurz zur Erklärung für die Zuschauer. Ja, du bist vorgestellt worden in der Türkei und es gab Standing Ovations der Journalisten. Das kann ich dir jetzt leider hier an der Stelle nicht anbieten, aber ist das auch so diese Emotion, die du da gleich erlebt hast, die dich an diesem Job türkischer Nationaltrainer so reizt? Also zumindest mal ist ein Zeichen der Emotion, das stimmt auf jeden Fall. Muss aber auch fairerweise sagen, wenn ich gehe und sie machen auch noch Standing Ovations, das wäre mir dann lieber. Bevor wir jetzt gleich darüber sprechen, was du alles in der Türkei vorhast, wie die Ziele da aussehen und wie die Entscheidung gefallen ist, lass uns noch einmal ganz kurz zurückblicken. Du bist mit zwei U21-EM-Titeln der erfolgreichste Trainer in dieser Hinsicht beim DFB. Hattest du zwischendurch die Hoffnung, auch Nachfolger von Jogi Löw werden zu können? Also zumindest mal war die Situation mal so, dass man darüber nachgedacht hat. Aber es hat sich dann, nachdem Hansi frei geworden ist, die Lockdown nicht. Warst du da enttäuscht? Nee, ich finde, dass Hansi die perfekte Wahl ist für die deutsche Nationalmannschaft. Nicht nur aufgrund der Titel, sondern er hat eine sehr große Erfahrung auch in anderen Bereichen und hat dann zum Schluss praktisch mit dem Stamm der Nationalmannschaft bei Bayern zusammengearbeitet. Und das war die logische Konsequenz. Alles andere habe ich mit den Verantwortlichen besprochen und ist ja jetzt auch in der Vergangenheit. Die andere Frage, die man sich stellt, ist, du hast sicherlich auch die Möglichkeit gehabt oder würdest sie jetzt bald haben, in der Bundesliga einen großen Club zu übernehmen. Wenn ich mich da so in die Köpfe der Vereinsmanager hineinversetze und ich komme demnächst mal in Not und ein Stefan Kunz mit deinen Erfolgen wäre zu haben, dann ist das schon eine sehr naheliegende Lösung. Was hat dich bewogen zu sagen, nein, türkischer Nationaltrainer ist jetzt das, worauf ich wirklich am meisten Bock habe. Ich gucke nicht, inwieweit sich die Vereinssituation möglicherweise verändert in nächster Zeit. Bis jetzt waren die Anfragen von Vereinen, war noch nichts dabei, wo ich jetzt gesagt habe, boah, da muss ich jetzt mal unbedingt drüber nachdenken. Das hat sich dann so ein bisschen angedeutet. Ist ja auch kein Geheimnis, damals das erste Interesse der russischen Fußballverbandes. Und dann habe ich mich logischerweise mit Clubfußball und Verbandsfußball mal auseinandergesetzt. Das hat dann mit den Russen trotz guter Gespräche nicht geklappt, weil ich Tokio zugesagt habe und wollte die Olympiamannschaft betreuen. Aber dann hast du zumindest mal schon ein Gedankenmodell im Kopf gehabt. Und ich habe schon eine Tendenz zu einer Nationalmannschaft erkannt, weil dieses Anschauen von Spielern in einen, wo sie meistens ja sehr gut trainieren, dieses Bild des Spielers nehmen und so ein Puzzle, Puzzle in der Nationalmannschaft einzubringen, einzulegen, neutrale Position eines Nationaltrainers, mit dem musst du ja nicht so lange klarkommen. Mit dem Vereinstrainer musst du ein Jahr oder 2 Jahre, noch länger im schlechtesten Falle, klarkommen. Aber der Nationaltrainer ist im besten Falle so was Neutrales, wo man ganz gerne hingeht, wo man auch nochmal einen Austausch hat. Das hat mir schon gefallen. Und da muss man fairerweise, kann man auch nicht aussuchen, wann Weltkrieg kommt. Ich weiß jetzt, wir nehmen mal Verein X, der sehr interessant geworden wäre, wenn der jetzt vor dem Angebot der gekommen wäre, vielleicht auch über Vereinsfußball nachgedacht. Aber es kam jetzt so, dass Hamid Altintop angerufen hat. Ja, Hamid Altintop, das ist sozusagen der Bierhoff des türkischen Verbandes. Ja, erzähl doch mal, wie war dieser Moment? Plötzlich war Hamid dran und sagte, Stefan, ich habe da ein Thema, oder wie ist das Thema letztendlich wirklich bei dir gelandet? Und inwieweit hat es geholfen, dass da mit Hamid Altintop auch jemand der Kontakt ist, der ja auch fließend Deutsch spricht? Ja, meistens kommt da so ein neutraler Anruf. Was würden Sie sagen, wenn Hamid Altintop sich meldet? Dann habe ich gesagt, das sage ich dann Hamid Altintop. Dann hat er logischerweise angerufen. Die ersten Gespräche waren gut. Er hat erklärt, was er jetzt für eine Position hat und ob ich dann auch 2, 3 Tage später bei Interesse nach Istanbul kommen kann. Habe ich dann mit dem DFB abgeklärt, bin runtergeflogen und dann kamen 2 Vorstandsmitglieder mit zu dem Gespräch. Haben halt auch klar gemacht, dass die der Meinung sind, dass man jetzt im türkischen Fußball mal einen Input von außerhalb nehmen sollte. Und diese Gespräche sind sehr, sehr gut verlaufen. Ein sehr gutes Gefühl, weil
sehr gut über mich informiert. Zum Beispiel die Vorstandsmitglieder waren sehr interessiert an Umgang mit Spielern, Führung, was man dort so macht. Damit natürlich dann an den Fußball Inhalten. Und dann fährt man mit dem guten Gefühl nach Hause und denkt, ich glaube, das könnte was werden. Kommt der erste Sprachentwurf kurz später, der dann auch noch 95% der besprochenen Sachen beinhaltet und auch schon generell sehr professionell aufgestellt ist. Und so wächst dann so ganz langsam dieser Gedanke in mir drin. Stefan, wir würden einmal noch mal ganz kurz die Leitung ein zweites Mal herstellen, weil es gerade ein, zwei Tonaussetzer gab. Wir nehmen dich noch mal ganz kurz raus und nehmen noch einmal den Kontakt zu dir auf, sind gleich wieder bei dir. Ja, wir probieren Okay, ich noch höre euch top. ein zweites Mal. Okay, das ist schon mal gut zu hören. Bei dir sind ein, zwei Aussetzer dabei. Wir bauen es einfach noch einmal schnell auf und reden so lange kurz im Studio weiter. Bis gleich, Stefan. Ja, Herr Reif, wenn Sie hören, wie Stefan Kunz so seine Überlegungen beschreibt, ist ja total spannend, finde ich. Was macht, ne? Zockt man so ein bisschen, kommt dann in den Verein, fühle ich mich eher als Nationaltrainer oder fühle ich mich eher als Vereinstrainer? Er klingt da ja wahnsinnig aufgeräumt in der Hinsicht. Naja, er ist ja schon länger dabei und er hat Vereine kennengelernt, er hat Nationalmannschaft U21 kennengelernt. Ich glaube, ja, es gibt Trainer, die sagen, nein, ich will nicht mehr Nationaltrainer sein, die es mal waren, sondern ich brauche die tägliche Arbeit mit der Mannschaft. Und es gibt andere, die sagen, pass auf, dieses tägliche, Ottmar Hitzfeld hat mir mal gesagt, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr morgens in den Krieg ziehen, in die Kabine gucken, wer sitzt neben wem, wer redet mit wem, wer guckt wie. Ich konnte irgendwann nicht mehr, da war ich kaputt leer. Aber Nationalmannschaft, da hat dann die Schweizer Nationalmannschaft übernommen. Da habe ich eine andere Distanz, da habe ich eine Ruhe, da habe ich eine völlig andere Arbeitsweise. Und das ist gar nicht eine Altersfrage, sondern Stefan ist, glaube ich, der geborene Nationaltrainer. Deswegen, ich glaube nicht, dass er da einen Fehler gemacht hat, sondern er hat gut in sich reingehört und festgestellt, dass diese Art, wie er es eben beschrieben hat, des Arbeitens liegt mir mehr. Er war ja selber mal ein Jahr auch als Spieler in der Türkei, hat bei Beşiktaş gespielt, 1995, 96, damals 9 Tore geschossen in 30 Spielen. Ich glaube, wenn man einmal in der Türkei Fußball gespielt hat, dann gibt es da auch immer so eine Erinnerung, die einen ja positiv auflädt. Ja, weil es eine infantile Lust ist an diesem Sport. Das ist nicht mehr qualitativ so, dass du sagst, mein lieber Schwan, die müssten es irgendwann mal den nächsten Schritt machen. Aber es ist von der Stimmung her. Und ich, wenn er nachher, wenn wir noch mit Gelegenheit haben, mit ihm zu sprechen, das werde ich ihn schon nochmal fragen, wie das ist, wenn Journalisten Standing Ovation machen. Da siehst du, mit welchen Träumen und Vorstellungen und Klammer auf, Klammer zu, Wahnvorstellungen, die den nächsten Messias wieder sich reinholen und sagen, so ab jetzt muss es aber mal was, muss es anders gehen. Also das ist schon eine ganz besondere Art Fußball der Türkei. Wer da mal, ich habe alle drei Stadien, Fenerbahçe, die großen in der Stadt, Beşiktaş war ich, Fenerbahçe habe ich mal kommentiert und Galatasaray auch. Also wer da in diesen Stadien mal war, der sagt, du, pass auf, wenn du denkst, bei uns ist es laut, da empfehle ich dir mal den. Beşiktaş gilt als das lauteste Stadion der Welt. Und in Sachen Lautstärke gucken wir mal, ob es jetzt mit Stefan Kunz besser klappt. Wir können auch gerne zu dritt. So, Stefan, wir sehen und hören dich, glaube ich, auch wieder. Ja, erzähl uns mal, was können wir von dieser türkischen Nationalelf jetzt erwarten? Ihr seid in der WM-Qualifikation gerade auf Platz 3, vor euch die Norweger und die Holländer. Das ist auch das erste Spiel jetzt für dich gegen Norwegen, gegen Haaland, wo wir natürlich sehr gespannt sind, wie das laufen wird. Ist das erklärte Ziel direkte Qualifikation für die WM22? Ja gut, bei der Vorstellung war es so, dass man gesagt hat, dieses Ziel würde man jetzt gerne mit einem neuen Impuls natürlich nicht einfach so aufgeben, sondern möchte da nochmal versuchen, was alles so drin ist, ne? Die Holländer und Norweger haben 13 Punkte, wir haben 11 Punkte. Es gibt dieses Spiel jetzt gegen Norwegen am Anfang und dann spielen wir noch Lettland, Gibraltar und Montenegro. Also dem kommt natürlich so ein bisschen eine vorentscheidende Bedeutung bei. Jetzt ganz groß urteilen zu wollen über die türkische Nationalmannschaft ist schwer. Ich habe ja zwischendurch gehört, was ihr gesprochen habt, da war ja viel Richtiges dabei. Sie haben vor der EM, haben sie Frankreich geschlagen, sie haben in Norwegen gewonnen, sie haben in Holland gewonnen. Und dann, sagen wir mal, kam sehr unglücklicher Auftritt bei der EM und jetzt danach auch dieses 6:1 in Holland. Also
ich will gar nicht sagen, dass es dann, ich glaube, es waren so 80%, 85% der gleichen Spieler. Und da muss man dann sagen, okay, irgendwas war ja da nicht so ganz optimal. Ich glaube, dass man jetzt in den 4, 5 Tagen auch noch nicht so viel dann den Stempel aufdrücken kann. Andererseits gilt es viel an der Psyche zu arbeiten. Marcel hat eben auch richtig gesagt, dass man da jetzt wahrscheinlich vom Trainer relativ viel erwartet. Das würde ich dann gerne nutzen. Meine Schultern sind ja mittlerweile breit genug, aber dann kann der Druck vielleicht von den Spielern ein bisschen wegkommen und sie können sich ein bisschen besser entfalten. Wir haben 9 oder 10 Spieler, die in Europa in den Top-Ligen spielen. Ich habe mir jetzt schon 4 Spiele in der Türkei angeschaut, um die potenziellen Kandidaten dann heute zu nominieren. Also, du bekommst einen ersten Eindruck, aber letztendlich muss ich ehrlich sagen, freue ich mich jetzt, wenn am Sonntag und Montag die Spieler anreisen und ich sie dann irgendwann mal auf dem Fußballplatz sehe und dann selber ein Gefühl dafür bekomme. Stefan, aber du hast schon mit den Verantwortlichen, als ihr euch unterhalten habt, schon darauf hingewiesen, dass jetzt nur, weil du jetzt kommst und Hand auflegst, dass so jetzt ist, Europa kann sich aber warm anziehen. Das ist, ich habe immer den, ich, nochmal, ich hab bei in allen Stadien dort, das ist wirklich Kinderfußball zum Teil, und zwar im positivsten Sinne. Aber du hast immer so das Gefühl, Leute, aber ihr seid ja doch irgendwo Realitätssinn. Auch seht ihr, was ihr da an Spielern habt und wie das geht. Das hast du ihnen klargemacht, dass den Verantwortlichen, dass nach einem Unentschieden nicht dann sofort die Diskussion wieder anfängt. Ja, ich weiß, in welche Richtung du gehen willst. Also es war schon sehr augenscheinlich oder vielleicht auch ungewöhnlich, dass der Präsident auf der Pressekonferenz gesagt hat, dass wir natürlich jetzt alles versuchen, um noch irgendwie auf den WM-Zug aufzuspringen. Aber falls es nicht klappen sollte, dass man dann auch eine Mannschaft aufbauen möchte, die sich dann 24 für Deutschland qualifiziert und dort dann auch eine gute Rolle spielt. Also da ist schon Weitblick mit dabei. Es war ja auch mit ein Grund. Jetzt in dem Kader, den wir veröffentlicht werden, sind 7 oder 8 Spieler dabei, die 97 bis 2000 geboren sind, weil das natürlich auch eins der Ziele ist, dass man dann danach, jetzt egal ob mit Katar oder ohne Katar, diese neue Generation heranführen möchte. Aber ich weiß, was du meinst und vielleicht kann ich ja ab und zu dann ein kleines bisschen auf die Euphoriebremse drücken, sofern man das kann. Wir haben gerade die EM 2024 hier in Deutschland angesprochen, die ja natürlich hier in Deutschland ganz besonders wird, aber für all unsere türkischen Mitbürger hier im Land ja auch so ein bisschen gefühlte Heim-EM ist. Ist das auch was dich so besonders fasziniert hat, als du diesen Job angetreten hast, die Möglichkeit 2024 auch hier in Deutschland zu zeigen, ja, dass man beim DFB dich vielleicht besser hätte nicht gehen lassen sollen? Nee, also zum Fußball ab einem gewissen Alter gehört da nicht mehr Träumereien dazu, sondern was in 3 Jahren ist, das lassen wir dann auch mal ein bisschen außen vor. Wichtig ist jetzt, also was mich gereizt hat, war natürlich eine A-Nationalmannschaft zu trainieren. Die Bedingungen, wie du schon angesprochen hast, mit Hamid haben gestimmt. Die Idee des Präsidiums, das hat gestimmt. Eine Vergangenheit gibt es dort. 8 oder 9 oder 10 Spieler sprechen Deutsch. Der Rest spricht Englisch. Also auch die sprachliche Barriere, die ist nicht so groß, wie man es vielleicht am Anfang meint. Ich habe ein tolles Trainerteam, wo wir dann uns wieder gegenseitig ergänzen. Es ist echt so mehr so diese Herausforderung und dann auch, ja, Marcel kennt mich ein bisschen näher. Ich will halt nie so auf demselben Stand stehen bleiben, sondern möchte mich gerne weiterentwickeln, solange ich noch Kraft und Energie habe und die ist noch vorhanden. Und dann kam das jetzt eigentlich reingelaufen wie geschnitten Brot. Was macht dein Türkisch, Stefan? Kannst du uns da eine Kostprobe geben? Ah, çok az, çok az. Also nur ein bisschen die Höflichkeitsflosken gehen und ein paar Fußballbegriffe auf dem Platz, die gehen auch noch. Aber das wird zu verbessern sein. Das muss ich verbessern, ja. Also nicht Jetzt den ist Überbegriff Haaland haben. dein erster Gegner. Du als Stürmer hast da auch, als ehemaliger aktiver Stürmer, Europameister 96, hast da ja auch ein besonderes Gefühl. Wie glaubst du, kann man diesen Haaland am ehesten stoppen? Ja, die todsichere Variante wäre, er ist weiter verletzt. Die andere ist, mein Vorgänger hat mit der Türkei in Norwegen auch gewonnen, mit Haaland und Sørloth. Also, das ist ja nicht nur einer, auch wenn es natürlich im Moment mit Lewandowski zusammen aus meiner Sicht der beste Stürmer in Europa ist. Aber da werden wir uns auch da was einfallen lassen. Das ist dann immer so der beliebte Trainerspruch. Wir werden uns auch erstmal auf unsere Stärken konzentrieren und schauen dann, dass Haaland nicht so viele Bälle bekommt.
So, Stefan, wie sieht jetzt für dich so ein Wochenende aus als türkischer Nationaltrainer? Bist du da im Stadion? Guckst du dir in Deutschland über Satellit die ein oder andere Sache an? Wie sieht es jetzt aus? Genau, ich habe jetzt, muss ich alles zusammenkriegen. Ich habe erstmal Lille in Salzburg verfolgt, weil in Lille drei Spieler spielen. Dann war natürlich Fenerbahce gestern. Marseille gegen Galatasaray war interessant, weil bei Marseille und bei Galatasaray Kandidaten spielen. Am Samstag bin ich wahrscheinlich bei Besiktas im Stadion. Also ich schaue mir jetzt so viele Spiele an, wie es geht. Der Rest geht natürlich dann über Videostudium. Meine Kollegen machen es ähnlich, beziehungsweise Jan Moritz konzentriert sich eher auf die Analyse jetzt im Moment und Kenan als türkisch sprechender Assistenztrainer hilft auch bei den Verbindungen, beim Netzwerk, bei den Trainern jetzt nachzufragen, wie manchmal der Verletzungszustand oder Leistungszustand ist. Also im Grunde genommen sammelst du jetzt eine Menge Informationen, um dann hinterher wahrscheinlich wieder alles über den Haufen zu werfen, was anderes zu machen. Wir wünschen dir wirklich von Herzen viel Erfolg bei dieser Aufgabe, auch im Namen aller deutschen Fußballfans, die dich immer sehr, sehr geschätzt haben und weiter schätzen, sowohl für deine Art, aber auch deine Art, Fußball zu spielen und spielen zu lassen. Sehr schade, dass es hier beim DFB nicht für dich weiterging. Haben die beiden FCK-Fans noch irgendwas auszutauschen untereinander? Wir haben ja hier sowohl Marcel Reif ist ja mit FCK-Blut sozusagen groß geworden und Stefan Kunz sogar Meister geworden mit den Kaiserslautern. Habt ihr da noch was zu klären über euren Dritt- oder Viertligisten? Wo seid ihr mittlerweile angekommen? Vorsicht, Vorsicht, junger Freund. Nein, ich habe die ganze Zeit schon auf Nägel gekaut mit der Nummer. Sag mal, also als Clubtrainer, du weißt, was ich meine, ja? Wenn es in der Türkei nicht funktioniert, ich denke, ein Platz ist immer noch frei. Kaiserslautern könnten sie einen brauchen. Da ist zwar einer, jetzt geht es ein bisschen. Aber du verfolgst doch, du weißt noch, wie sie spielen am Wochenende? Ja, ich bin ja nach wie vor, wohne ich ja in Neunkirchen. Bei der Investorengruppe ist einer meiner besten Freunde dabei. Von daher gesehen, verfolge ich das. Weil ist ja wie bei dir auch, das ist und bleibt der Herzensverein. Und da kannst du ja dann jetzt nicht sagen, okay, jetzt mache ich was anderes, das ist so. Und das Schlimme ist, man kann sagen und alle machen, oh, und keiner sagt, aber sie müssen doch objektiv sein. Und dann, oh. Aber so habt ihr beide doch noch eine Lebensaufgabe. Kunsttrainer beim FCK, Marcel Reif, Präsident beim FCK. So kann es vielleicht gehen. Und damit würden wir die Schalte beenden. Stefan, nochmal vielen alles Dank. Gute. Alles Gute. Und alles Gute in der Türkei. Mach's gut. Ja, soweit Stefan Kunz. Es ist einfach ein guter Typ. Oder? Ja. Also das habe ich immer an ihm so wahnsinnig gemacht, sowohl auf dem Platz, das war immer Emotion, da blitzten immer die Augen so ein bisschen. Wir haben ihn mal beim Sportbild Award gehabt, wo er eine Laudatio gehalten hat auf Horst Eckel, auch mit einer ganz empathischen Art. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie der Spieler für sich gewinnt und dann diese Spieler eben auch die Extrameile auf dem Platz gehen. Ja, weil er auch etwas hat, was hilft, nämlich ein bisschen Demut vor dem, was da passiert in diesem Sport. Er hat eine sehr gute Erziehung genossen, offensichtlich begegnet Menschen mit Respekt. Kann nicht alles falsch sein.